Die Euroguss 2010 in Nürnberg. Vom 19. bis zum 21. Januar traf sich hier die Fachwelt aus der Druckgussindustrie. Eine qualitativ hochwertige Messe mit über 360 Ausstellern und mehr als 7000 Fachbesuchern aus aller Welt. Die Euroguss glänzte auch durch Druckgussteile, Werkstoffe, Öfen und Gießmaschinen. Innovative Techniken zur Gussnachbehandlung und Techniken zur Qualitätskontrolle zogen die Fachbesucher in ihren Bann. Außerdem spielte der Bereich Forschung und Entwicklung eine große Rolle. Wichtig auch, damit die europäische Druckgussindustrie international konkurrenzfähig bleibt. Und da ist man sich einig. Nicht mit Dumpingpreisen, sondern mit Know-how und Qualität will man der Konkurrenz begegnen. Die Euroguss 2010. Wegweiser für eine Branche, die mit Optimismus in das Jahr 2010 blickt. In zwei Jahren am 17. Januar trifft sich die Welt der Druckgussindustrie wieder in Nürnberg zur Euroguss 2012.